Hi Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Marco von Nerdisch. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video möchte ich euch ein kleines Plugin für den VS-Code näher bringen. Und zwar GitLens nennt sich das. Das ist so eine Erweiterung zu den vorhandenen Git-Fähigkeiten, die der VS-Code mitbringt. Und ich denke, wenn man im Team arbeitet, bietet das viele Möglichkeiten, um das ein bisschen zu optimieren. Los geht's! Okay, was einem sofort auffällt nach der Installation des Plugins ist, dass über jeder Datei der Autor der letzten Änderung steht. In dem Fall bin ich das. Vor einer Stunde habe ich irgendwas getan. Und ich kann mir die quasi so eine Inline-Git-Blame-Funktion anzeigen lassen. Das heißt, ich kann jede Zeile anschauen, wer was wann wie getan hat. Und in dem Fall zum Beispiel kann ich dann einfach hier drüber hovern und dann sehe ich, vor einer Stunde wurde Alert in Konsole Log ausgetauscht. Und es war dieser Commit. Ich kann mir dann diese Changes anschauen. Ah ja, tatsächlich, das ist da passiert. Genau, das ist schon mal ein ganz nettes Feature und sehr hilfreich, meines Erachtens. Und was auch noch sehr gut ist, dieser File Blame Annotation. Und zwar kann ich da draufklicken und dann sehe ich alles, was in dieser Datei passiert ist und um welche Uhrzeit. Also ich sehe hier, keine Ahnung, vor 2 Stunden wurde hier Hello World hinzugefügt, die Funktion. Eine Stunde zuvor eine neue Hello World Funktion hinzugefügt, dann wurde mal das Alert ersetzt durch Konsole Log und so weiter und so fort. Ja, sind dann hier so eine Heatmap und ja, das ist auch schon mal ganz nett, finde ich. Des Weiteren kommt mit GitLens ein GitLens Explorer, das ist dieser hier, ich schiebe den mal ein Stück nach oben. Wenn man den aufmacht, sieht man zu dem aktuellen Repository, welche Feature Branches du erstellt hast, auf welchem Branch du dich gerade befindest. In dem Fall bin ich auf meinem Feature Branch, Hello YouTubers, dass es noch den Master Branch gibt, genau, und mit all den Änderungen, welche Remote Repositories es gibt, wurde was gestashed, wurde was getaggt, all das kann ich mir hier auflisten lassen. Des Weiteren ist es zwar nicht von GitLens, aber wer das nicht kennt, hier kann man sich auch schnell einen Branch erzeugen und zwischen den Branches hin und her switchen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Und was auch cool ist, viele nutzen immer zum Beispiel dieses SourceTree als Tool, aber das, ja, ist ein nettes Tool, aber viele Sachen kann man hier auch drin tun, zum Beispiel, man sucht nach einer bestimmten Commit-Message und in dem Fall, keine Ahnung, ich weiß, es ging um Hello World, dann gebe ich mal Hello ein und dann sehe ich, alles klar, es gab Commits hier und zwar wurde mal eine neue Funktion hinzugefügt und dann kann ich mir das dann anschauen im Detail, kann den Commit mir öffnen lassen, die Datei öffnen und jede Menge andere Sachen machen. Also auch sehr nett, diese Suchfunktion in Commits. Weiterhin kann man sich quasi alle Änderungen, die passiert sind, anzeigen lassen. Also so ein History Tree sozusagen. Und dann sieht man halt, okay, in der Indexdatei wurde jetzt viel gemacht. Ich habe jetzt leider nur die Indexdatei für euch vorbereitet. Und dann sieht man, okay, es wurden 4 Commits gemacht mit folgenden Änderungen X, Y, Z. Ja, auch sehr nett. Und was ich noch ganz cool finde, das ist zwar jetzt auch nicht von GitLens in dem Fall, aber es ist immer ganz nett. Ich könnte jetzt, wer es nicht kennt, der würde mich freuen, wenn ich jetzt etwas Neues schreiben würde, könnte ich jetzt neue Function schreiben. Foo, ja. Und könnte jetzt einfach hier draufklicken und könnte einfach on the fly das hinzufügen. Ja, das ist auch ziemlich cool. Ich könnte es committen, reverten, zum nächsten Änderung switchen und das auch hinzufügen. Das kennen nicht viele, deswegen wollte ich es euch zeigen. Auch wenn ich jetzt hier eine Änderung mache, auch ganz nett. Ich kann jetzt hier das zum Beispiel in Error umwandeln. Und dann sehe ich, hier kommt was Blaues. Und wenn ich da draufklicke, sehe ich halt auch die Änderung, die vorher da war, mit der neuen Änderung. Finde ich eine super, super Sache. Und ich glaube, also das sind so die Basics, die ich verwende von GitLens. GitLens bietet noch einige Dinge mehr, aber ich möchte nur zeigen, was ich nutze aktuell. Und von daher hoffe ich, dass es euch vielleicht ein bisschen was bringt. Hat euch das Video gefallen? Würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und bis zum nächsten Mal. Euer Marco. Ciao.